Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier aus der Chess.com Liga. Ja, die wöchentliche Season ist vorbei. Ich bin erfolgreich aufgestiegen, wie erwartet. War ganz nice. Ich bin von der letzten Liga, der 8. in die 7. aufgestiegen und ich habe abschließend den... Man könnte fast denken, ich habe das absichtlich gemacht. Ich bin von der 8. Liga mit dem 8. Platz aufgestiegen in die 7. Und ja, ich habe hier heute Abend auch eben noch zwei Spiele gespielt, die ich beide gewonnen habe. Die würde ich mir auch gleich erstmal gerne in der Analyse angucken. Da habe ich in beiden Partien so um die 80% Genauigkeit gehabt, was für mich ein extrem guter Wert ist. Also so langsam gewöhne ich mich echt krass an diese 10-Minuten-Sache, wobei ich auch mittlerweile weiß, ja, ich könnte natürlich auch theoretisch irgendwie 15 plus, keine Ahnung, 10 spielen. Das kann man in den Custom-Einstellungen einstellen, aber ganz ehrlich, ich bin halt auch so ein bisschen faul und klicke dann hier auf dieses 10-Minuten-Ding ohne Zeitgutschrift. Aber diese beiden Siege, die ich eben errungen habe, das war nicht irgendwie auf Zeit oder so, da habe ich die Gegner schon auseinandergenommen und beide schachmatt gesetzt in so 4 bis 6 Minuten jeweils. War ganz nice. Ja, aktuell bin ich in der 7. Liga hier auf dem 6. Platz. Das ist ganz, ganz nice. Wir gucken uns nach der Analyse auch noch die Tabelle an. Hier sind die beiden Partien 81,9% Genauigkeit und 79,3% sehr, sehr nice. Ich stehe aktuell bei 11 Siegen zu 5 Niederlagen zu einem Unentschieden. Das kann sich doch auch sehen lassen, für den Anfang zumindest. Und ja, in der 7. Liga ist es so, es steigen nicht mehr die Top 20 auf, sondern nur noch die Top 15. Aber das sieht doch machbar aus. Und wir gehen hier einfach mal in die erste Partie rein von heute Abend. Die habe ich gewonnen. Das ist mir bekannt. Und ich lasse mal hier die Analyse laufen. Hui. Solide. Mein Gegner aber auch nicht schlecht. Der gute Yannick Woods habe ich gespielt. Er war punktemäßig ein bisschen über mir. Gut, jetzt hat sich das natürlich hier ein bisschen gewandelt. Die Punkte wurden natürlich angepasst. Er hat sogar hier so einen krassen Diamond-Membership, ey. Während hier im Hintergrund Mika sein Katzenfutter wegnurpst. Sensationell. Ja, gut, dann schauen wir uns nochmal hier den ersten Sieg des Abends an. Ich beginne mit E4. Er spielt hier gleich aggressiv D5. Da dachte ich mir so, ja, den nehme ich doch mal raus. Du musst mit deiner Dame nehmen und die greife ich dann direkt mit meinem Springer an. Er weicht aus mit einem Schachgebot. Ich stelle den Läufer dazwischen. Er bringt seinen Springer raus. Das ist okay. Gut, dadurch kann ich natürlich jetzt die Dame schon wieder angreifen. Die muss jetzt halt noch mal weglaufen. Ich gehe hier mit D4 in die Mitte. Und das gefällt der Engine hier gar nicht. Gut, hier habe ich meinen anderen Läufer einfach mal rausgebracht, weil ich habe halt gesehen, okay, das Ding hier ist dreimal angegriffen. Ich hier allerdings nur zweimal am Verteidigen, bringe ich doch mal hier einen dritten Verteidiger ran. Das war aber offensichtlich nicht der beste Zug. Was hätte ich denn sonst hier machen sollen? Ja, okay. Das mache ich gleich noch. Ich wollte aber erstmal verteidigen, bevor ich diesen Springer-Move mache. Ja, mein Gegner hier entwickelt sich weiter. Und jetzt mache ich diesen Zug hier. Greift die Dame nochmal an. Und das hier ist ein Fehler. Geht dahin mit Schach. Ich stelle mich hier dazwischen. Richtig wäre es gewesen, den Bauern dazu. Ja, da habe ich überlegt, aber er kann doch dann. Ach nee, der Springer ist ja, oh mein Gott, das. Ah ja, okay. Das habe ich in der Situation gar nicht gesehen. Wir haben auch beide mega schnell gespielt. Er hat noch 8,5 Minuten auf der Uhr. Ich eigentlich auch fast noch 8,5 Minuten. Also wir haben beide extrem schnell gespielt, aber dieses schnelle Spiel sollte ihm gleich noch zum Verhängnis werden, kann ich schon mal sagen. Ja, stimmt. Das hier, das habe ich in dem Zug gar nicht gesehen, dass der Springer ja gedeckt ist. Ich dachte hier, okay, wenn ich den hier einen vorziehe, snackt er sich meinen Springer. Ich habe die Deckung hier. Die sehe ich, glaube ich, nächsten Zug, aber in dem noch nicht. Ja, ich habe mich hier verteidigt, stelle das dazwischen.
Er geht mit der Dame eins hoch und das ist die Sache. Er hat, ne, wenn man ihn sieht, er hat gerade mal 2 Sekunden nachgedacht. Ich weiß nicht, ob man bei 2 Sekunden überhaupt von Nachdenken sprechen kann. Wobei, ich glaube, ich habe das. Oh, Moment. Stopp, 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 stopp. Das hier habe ich extra nicht gemacht, weil ich das gesehen. Ich stimmt, jetzt erinnere ich mich. Ich habe das gesehen und ich habe extra das hier gemacht und habe so getan. Oh nein, ich habe meinen Springer hier schutzlos stehen lassen. Und er hat das nicht gesehen. Aber ich habe es gesehen. Jetzt erinnere ich mich wieder an die Situation. Doch, doch, doch. Habe ich, glaube ich, überlegt. Ne? Ja, ich habe hier fast 1 Minute überlegt. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ich habe hier fast 1 Minute überlegt und ich habe ihm diese Falle gestellt und er hat sie genommen und verliert die Dame. Das ist natürlich bitter. Er hat nicht gesehen, dass der Springer gedeckt ist durch den Läufer. Er ist in meine Falle getappt und ja, jetzt fange ich natürlich hier an abzutauschen. Gewinn hier den Bauern in der Mitte. Also tausche hier quasi ab. Gewinn dadurch den Bauern. Gewinn hier gleich noch einen Bauern. Und jetzt fange ich halt an, ihn übelst auseinanderzunehmen. Er spielt hier total schnell. Ich tausche hier natürlich ab. Mache die Rochade. Er macht die lange Rochade. Bring meinen Turm hier in die Mitte. Er weicht aus. Hier habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen überlegt. Ja, okay, der Zug war gut. Der hier ist nicht gut. Ja, das hier nicht. Ja, okay, ja, klar. Den hier angreifen. Ich hatte die Idee, gleich hier hinten reinzustechen. Gut. Verteidigt sich. Alles sehr solide. Was? Das hätte ich machen sollen hier. Okay. Interessant. So, da muss ich kurz einen Mini-Schnitt machen. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte hier angreifen, anstatt den Läufer angreifen. Ja, ich weiche einfach wieder aus. Er hätte ihn hier geschlagen. Dann hätte ich quasi Läufer und Bauer für meinen Turm bekommen. Ah, ob das so. Ja gut, ich hätte Läufer und Bauer für meinen Turm be bekommen mit Schach. Die Dame wäre dann ja noch hier gestanden. Er hätte hier genommen, ja, mit Schach. Und dann, oh mein Gott. Ja, jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's hier quasi. Ja, das ist natürlich. Das habe ich. Ja, okay, also wenn man irgendwie nur so 5 bis 10 Sekunden überlegt, da sieht man sowas natürlich jetzt nicht unbedingt. Hier nehme ich einfach den. Er nimmt hier zurück. Ich schlage hier mit Schachgebot. Er muss ausweichen und ich gewinne den hier mit Angriff auf beide Türme. What the fuck? Ich opfer den Turm und gewinne beide Läufer und den Bauern. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich glaube, da kann man mir nicht vorwerfen, dass ich das hier nicht gesehen habe. Ich weiche einfach aus. Er geht hierhin mit seinem Läufer, den greife ich natürlich hier sofort an. Er geht hier in die Ecke. Ich dachte mir, okay, ich presche jetzt einfach mal nach vorne. Ja, das hier, den Zug hier spiele ich gleich noch. Den habe ich jetzt einfach noch überhaupt nicht gesehen. Er macht hier aber einen Fehler und jetzt sehe ich ihn quasi. Genau, jetzt sehe ich ihn. Gebe hier ein Schachgebot. Er muss ausweichen. Beziehungsweise macht er noch nicht mal. Er stellt einfach den Turm dazwischen. Ich gewinne hier den Läufer, greife den anderen Turm an. Das sieht er noch nicht mal. Weiß nicht, wieso das hier jetzt ein guter Zug sein soll. Jetzt nehme ich einfach den Turm mit einem Schachgebot. Und jetzt ist es matt in 6 Zügen. Ja, das habe ich jetzt natürlich so. Also, ja, matt in 6 Zügen. Habe ich nicht gesehen. Nee, nicht wirklich. Ich snack mir erst einfach mal den Bauern hier. Da hätte ich hin sollen, ja. Matt in 9 Zügen. Ja, ich snack mir erstmal den anderen Bauern. Matt in 8 Zügen. Greife den Turm an. Auch hier wieder. Wir sind jetzt in einer Phase, wo er quasi einfach extrem schnell gespielt hat, weil er einfach nur noch irgendwie auf Zeit gewinnen wollte, aber gar nicht mehr wirklich richtig krasse Züge gemacht hat. Er stellt hier einfach
ne, den Bauern ein Ding nach vorne. Ich nehme mir einfach den Bauern hier, greife seinen Turm an, er achtet darauf gar nicht, schlägt hier einfach ohne zu überlegen. Ja, dann nehme ich natürlich einfach den Turm und gebe hier halt noch ein Schachgebot und das Ding ist halt durch. Jetzt sehe ich mir noch den Bauern hier. Er schlägt hier weiter. Ist komplett egal. Ich greife den an. Er geht. Das habe ich halt auch nicht verstanden. Er hat halt einfach nur noch Züge gemacht, um nicht auf Zeit zu verlieren, in der Hoffnung, ich verliere irgendwie auf Zeit. Aber das Ding ist halt durch. Er schlägt hier den Bauern. Ja, gut, herzlichen Glückwunsch. Nehme ich einfach zurück. Geht hier einen weiter vor. Schlage ich natürlich einfach. Ja, das Ding ist durch. Das Ding ist durch. Jetzt habe ich ihn hier eingequetscht und das ist vorbei. Zack, zack und zack. Und das war die erste Partie. Ja. Also, boah. Ich hatte von meinen 10 Minuten noch knapp 5 Minuten auf der Uhr. Das war eine Zerstörung, kann man fast schon sagen. Eine Zerstörung. Und ich glaube, die andere Partie war sogar. Nee, die war nicht kürzer. Die Partie hat 35 Züge gedauert, die andere 42. Okay. Vom Gefühl her hätte ich jetzt gesagt, die Partie war. Oder hatte ich vielleicht. Nee, die Partie war echt länger, okay? Gehen wir auch hier mal in die Analyse. Auf jeden Fall. Ja, in der neuen Liga zwei Partien, zwei Siege. Das ist solide. Das ist solide. Hier auch ein bisschen hin und her, aber dann am Ende doch recht deutlich. Ich beginne wieder mit E4. Und hier sehr strange. Ich dachte mir so, oh, was soll das denn werden? Ich stelle einfach mal beide Bauern hier in die Mitte. Hier dachte ich mir so, okay, was wird das? Ich baue mich hier einfach mal normal auf. Okay. Ich hätte hier nehmen sollen. Ich dachte mir, okay, wenn er nimmt. Wenn er nimmt, kann ich einfach zurückschlagen. Ein sehr, sehr weirder Aufbau. Auf jeden Fall hier dachte ich mir halt so, als ich den Springer rausgebracht habe. Also die Engine hätte hier scheinbar genommen. Ich dachte mir so, okay, wenn er nimmt, nehme ich meinen Springer zurück. Habe hier einen guten, soliden Springer stehen. Bring ich lieber mal meinen zweiten Springer raus. Er spielt den Läufer dahin. Und hier dachte ich mir so, okay, bevor das jetzt hier so ein Schlagen, Schlagen und ich stehe schlechter wird, presche ich einfach mal nach vorne. Und das war auch hier ein wirklich sehr, sehr solider Zug. Und presche einfach mal nach vorne und schneide seinem Läufer hier komplett den Weg ab. Wenn er nach hier geht, wird er sofort geschlagen. Nach hier geht er einfach wieder zurück. Das ist eine Zugverschwendung. Nach hier kann er nicht. Er ist quasi erstmal komplett eingesperrt. Deswegen dachte ich mir so, okay, ich gehe hier einfach mal nach vorne. Und ich weiß nicht, ist das hier irgendwie so eine Berliner Mauerpartei? Ich weiß es doch auch nicht. Auf jeden Fall, also das, was er hier gemacht hat, kam mir hier extrem weird vor. Ich bereite hier meine Rochade vor, während hier Mika komplett durchdreht nebenan. Sekunde. So, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich bringe meinen Läufer raus, bereite die Rochade vor. Er bringt seinen zweiten Läufer auch raus. Ja, kann man machen. Meckert die Engine noch nicht. Ich rochiere. Das findet die Engine gar nicht gut. Möchte hier, dass ich hier G5 offensichtlich verhindere oder so. Oder das Feld irgendwie blocke. Ja, hier. Gut, ist offensichtlich ein Fehler. Habe ich jetzt nicht so gesehen. Ich dachte so, ach du heilige Scheiße, ich muss mich hier mal schnell verteidigen. Bring meinen anderen Läufer raus. Er nimmt. Das ist aber offensichtlich schlecht, weil den nehme ich dann einfach zurück. Okay. Gut, ich hätte hier offensichtlich einfach besser die Dame angreifen sollen stattdessen. Gut, ja, in so einer Schnellschachpartie schlägst du halt einfach zurück. Das hier, ja gut, das habe ich natürlich gesehen, dass er hier den jetzt angreift. Ist mir aber tatsächlich recht egal. Stell mich einfach mal hier hin, spekuliere darauf, dass die Dame irgendwie, keine Ahnung, wegzieht und ich dann hier die geile Springergabel machen kann. Wir traden hier ab, tauschen Läufer gegen Springer. Da hätte ich hin sollen. Ja, ich glaube, da gehe ich aber gleich
gleich, ich glaube, da gehe ich gleich, glaube ich, sogar hin. Das hier ist natürlich ein Epic Fail. Weil jetzt rennt er halt genau in die Gabel rein. Ich gebe ein Schachgebot, er muss irgendwie ausweichen. Und jetzt war ich ja überlegen, okay, nehme ich den Turm oder den Läufer? Wenn ich den Läufer nehme, gewinne ich einfach plus 3 Material. Wenn ich den Turm nehme, verliere ich ja den Springer, gewinne ich plus 2 Material. Deswegen dachte ich mir so, ja, nehmen wir doch den Läufer, kann ich zurückgeschlagen werden und ich greife sogar noch die Dame an. Also das hier ein fetter Blunder von ihm, gibt mir hier quasi die dreifache Springergabel. Hat er wahrscheinlich einfach nicht gesehen. Er muss ausweichen. Ich nehme mir den Läufer. Ja, Mika, ich bin anwesend. Und die Küchentür bleibt zu. Ja, ich nehme hier den Läufer, greife die Dame an. Die muss natürlich ausweichen. Und ich glaube, jetzt gehe ich hier einfach. Nee, ich bin. Ah, okay. Ich wollte jetzt die Damen tauschen, weil ich hier bei plus 3 stehe. Und den Damentausch nimmt er an. Hat den Vorteil, dass ich jetzt den Turm sofort wieder angreife. Gut, er kriegt hier natürlich den Bauern. Ich glaube, das sieht er auch. Ja, das sieht er auch. Bringt mich auf plus 2 wieder runter. Und jetzt habe ich gesehen, oh shit. Was mache ich denn jetzt? Ich glaube, hier habe ich auch lange, lange nachgedacht, was ich mache, oder? Jo, ich habe hier 1,5 Minuten nachgedacht, weil ich dachte, okay, scheiße, ich werde jetzt ja eine Figur verlieren. Den Läufer kann ich in Sicherheit bringen, aber dann hängt halt der Bauer hier. Für den zu habe ich mich entschieden, der ist auch okay. Jetzt snackt er sich natürlich den hier. Bringt mich auf plus 1 runter. Ich denke so, ey, scheiße, das dreht der doch jetzt nicht ernsthaft wieder. Ja, den hier bringe ich jetzt einfach mal nach vorne. Das habe ich jetzt, also jetzt kommen so ein paar Züge. Die habe ich nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Da bin ich nicht so ganz durchgestiegen. Also klar, dass er den hier nimmt. Ne, klar, ist logisch. Ich ziehe den Bauern hier nach vorne. Und jetzt schlägt er quasi einfach hier. Das habe ich nicht verstanden, dass er den hier einfach schlägt. Ist natürlich ein Fehler, weil ja, gut, er schlägt den Bauern, aber jetzt nehme ich den ja einfach. Also da gehe ich ja mit übelst Gewinn raus. Keine Ahnung, was ihn da geritten hat. Lol. Ja, na, ach ja, na gut, natürlich. Oh mein Gott. Warte mal, ist das. Moment. Er schlägt meinen Bauern, ich schlag ihn, aber jetzt schlägt er ja meinen Springer hier. Das heißt, ich habe einen Springer und einen Bauern verloren und er nur seinen Läufer. Das ist ja sogar gut für ihn. Aber offensichtlich glaube ich nicht, weil. Jetzt kommt nämlich das hier. Und das hat er nämlich nicht gesehen, aber das habe ich gesehen. Und das ist eine gute. Also das muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen hier. Er rechnet quasi so weit. Er schlägt meinen Bauern. Ich schlag seinen Läufer, aber jetzt schlägt er meinen Springer. Und er denkt, ha! Ich bin hier doch mit plus 1 rausgegangen. Er hat einen Läufer verloren, ich einen Springer, aber er hat den Bauern gewonnen. Aber was er nicht gesehen hat, ist diese Gabel hier. Und die habe ich nämlich gesehen. Schach, er muss ausweichen und ich gewinne seinen Turm. Und das ist vorbei. Das ist vorbei. Also das ist halt echt eine starke Sequenz. Sowohl von ihm als auch von mir, weil ich quasi was gesehen habe, was er nicht. Also er hat einfach nicht weit genug gerechnet. Er hat aber auch. Er hat sich so 20, 25 Sekunden Zeit gelassen für diesen Zug. Ich bin zeittechnisch deutlich, deutlich hinten, habe aber dafür genauer gerechnet. Ja, und er rechnet hier quasi, ja, gut, ne? Ich gewinne Bauern. Aber das stimmt nicht, weil jetzt kommt die Gabel, er muss ausweichen, zack, Turm weg. Er hat nicht weit genug gerechnet und das war quasi sein Untergang. Jetzt versucht er hier nochmal mit dem Springer nach vorne zu kommen. Ich gebe natürlich sofort hier ein Schachgebot. Wird hier verteidigt, der Angriff seines Königs. Sein König steht hier auch komplett übelst offen.
Ja, und hier hat er halt auch nicht genau gerechnet. Er greift hier an, versucht nochmal mich unter Druck zu setzen, aber ich weiß natürlich, ne? Ich kann jetzt einfach einen Bauern nehmen. Und den Springer, das ist halt auch, also die Partie hat mir halt auch richtig gut gefallen. Ich habe jetzt halt einfach den Bauern geschlagen, weil jetzt ja hier Schach ist. Er muss ausweichen und ich gewinne nicht nur den Bauern, sondern auch den Springer. Also auch wieder hier eine gute Sequenz eigentlich. Zack, Schach. Er muss ausweichen und ich gewinne Bauer und Springer und das ist jetzt halt vorbei. Das hier ist sowas von vorbei. Hier nochmal ein Schachgebot. Ich glaube, jetzt will ich die Türme tauschen, oder? Genau, ich tausche die Türme mit Gewinn eines Bauern wieder. Bin mittlerweile bei plus 10 und das ist durch. Das ist einfach nur durch und jetzt nehme ich ihn hier quasi Stück für Stück auseinander. Ich muss mich aber ein bisschen beeilen. Ich war hier auf unter 3 Minuten. Er hatte noch über 6 Minuten. Aber hier Stück für Stück wird er auseinandergepflückt einfach nur. Ja, während Mika hier mein Sofa zerpflückt. Geil. Und ich glaube, gleich ist es auch vorbei. Das hier ist jetzt nämlich ein Fehler. Hier hat er drauf spekuliert. Das ist matt in einem Zug. Ich habe das matt auch noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen, aber gleich sehe ich es. Die Chance kommt da noch. Ich meine, es ist recht offensichtlich, was hier das matt ist. Offensichtlicherweise. Kommt auch gleich noch. Und ja. Ja, jetzt nehme ich den hier. So, und jetzt ist er quasi in einer Situation. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach irgendeinen Zug gemacht hätte, also er kann sich halt nicht mehr bewegen. Er kann nicht nach hier gehen, er kann nicht nach hier gehen. Ah, Moment, lol, er hätte noch. Ich dachte in der Situation nämlich, oh Scheiße, er will sich ins Patt retten. Aber ich sehe gerade, er kann ja noch den Zug machen. Ich dachte in der Situation, okay. Muss ich jetzt ernsthaft den hier nehmen, sonst ist er patt, aber nee. Es ist natürlich immer noch matt in 1 und jetzt sehe ich das auch. Jetzt sehe ich endlich das matt in 1, was ich eben schon die ganze Zeit hätte sehen können. Er kann nicht schlagen, er kann nicht nach hier, das ist vorbei. Er hat sich hier selber eingequetscht. Ja, stimmt, hier dachte ich, er kann ja nicht nach hier und nicht nach hier. Da dachte ich, okay, er will sich ins Patt retten irgendwie, aber. Kann ja nicht, der Bauer kann ja noch einen vor, nur der hier ist geblockt. Ja, aber ich hab's gesehen, ich hab's gesehen und ja, sensationell. Zwei Spiele, zwei Siege. Level Up Stone League. Ja, danke schön, das ist schon seit irgendwie über 3 Stunden so großartig. Your Division Hester, Alter, ich hab doch schon. Junge, ich habe doch schon Spiele gespielt hier. What the fuck? Ja, auf jeden Fall sehr gut. Ich bin mittlerweile bei 778 im Rapid Rating. Werde die 800 wohl recht schnell knacken. Denke, die 900 und 1000 sind auch drin. 11 Siege, 5 Niederlagen, ein Unentschieden ist solide. Wir werfen nochmal einen abschließenden Blick hier in. Die Stone Division, die 7. Liga, wo ich jetzt gerade drin bin. Ich bin auf einem soliden 6. Platz. Die Top 10 sind mir aktuell recht sicher. Mika, könntest du bitte mein Sofa in Ruhe lassen? Das ist ja nicht wahr hier, ey. Ja, das ist das Spielzeug. Hier ist es nicht mehr so, dass die Top 20 aufsteigen, sondern die Top 15. Und Mika. Oh mein Gott. Ich glaube, es ist echt. Er hat wieder seine schwierige halbe Stunde. Ja, hier hat auch der Letztplatzierte, der 15. Platz, was sich hier zwei Leute teilen, haben auch schon 3 Punkte. Also in der 8. Liga, da kommt man ja teilweise mit einem Sieg schon irgendwie nach oben. Aber hier punkten die Leute doch gleich schon am ersten Abend so ein bisschen, zumindest so leicht. Man merkt auf jeden Fall die Verbesserung und ja, aber mit den 2 Siegen erstmal schön in die Top 10 reingepflanzt. Und mein Ziel ist es auch hier wieder aufzusteigen in Liga 6 und
Mal gucken, ob das funktionieren wird. Ich halte euch auf dem Laufenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Bis dann und ciao.